Moin, was geht ab? Willkommen zu WhatsApp Feedback. InScope 21 hat einen Babydelfin gegessen. Hä? Das hat er der ganzen Welt mitgeteilt über Instagram Stories. So Leute, was geht ab? Heute habe ich mich verabredet zum Abendessen auf extremer Gönnerbasis. Ihr müsst euch unbedingt mal reinziehen, was wir uns hier an den Start gegönnt haben. Es ist echt eine extrem heftige Nummer. So Leute, wir haben uns hier einen Supai Babydelfin sponsern lassen von einer Firma, die sich darauf spezialisiert hat, solche Fische zu fangen. Der ist extrem selten und noch nie sowas gegessen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das hier schmeckt. Also meine Freunde, wir braten hier ein bisschen die ersten Stücke an. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schmackhaft aus, muss ich sagen. Ich habe richtig Kohldampf. Boah, so schick. Schmeckt ein bisschen nussig irgendwie, gell? Komplett anderer Geschmack, Wahnsinn. Ja, man ist echt krass geil, Mann. Heftig. Gönner Lifestyle auf diesen Abend, Freunde. Nice, Alter. Zu sehen ist InScope 21, wie er sagt, dass er sich einen super seltenen Babydelfin hat schicken lassen, um diesen zu essen. Und dann zeigt er auch noch den Delfin, drückt sogar noch mal drauf rum, um zu zeigen, das ist ein echtes Tier. Skandalös könnte man denken, allerdings, das Ganze sieht ziemlich nach einem Fake aus. Tatsächlich hat mich eine anonyme Quelle auf das Thema aufmerksam gemacht und hat mir im späteren Verlauf dann auch noch mal gesagt, das Ganze ist Fake. Wenn wir uns diesen angeblich seltenen, echten Babydelfin mal genauer ansehen, denn sehen wir, naja, so wirklich echt sieht dieser auch nicht aus. Und wenn wir noch genauer hinsehen, sehen wir unten auch eine Markierung, wo Werbung steht. Natürlich könnte man jetzt denken, okay, InScope hat sich dieses Tier schicken lassen, deswegen ist das Ganze ja allein schon als Werbung zu kennzeichnen. Aber es handelt sich ja um einen Delfin, der von Aussterben bedroht ist. Demnach ist es auch illegal, so ein Tier zu essen. Ich kann mir also nicht wirklich vorstellen, dass InScope 21 jemand ist, der sich illegal so ein Tier schicken lässt, das dann auch auf Instagram Story postet und stolz darauf ist. Man kann also wirklich davon ausgehen, dass es sich hierbei um Werbung für irgendetwas handelt. Für was genau? Das weiß man noch nicht, ich bin mir allerdings ziemlich sicher, das kommt noch sehr bald raus. Auch Simon Unge hat schon auf diese Insta-Story reagiert und ein paar Worte dazu gesagt. Der ist extrem selten und wie der ist extrem selten? Das wird doch kein Mensch sagen, der nicht einen IQ von 5 hat. Als ob die sich zu Hause hinsetzen würden und einen Babydelfin selber auch noch so aufschneiden würden und sowas. Wenn die sowas bestellen würden, also wenn, sowas würden die niemals machen, aber wenn die sowas bestellen würden, dann doch so Gönnerlei, so fertige also Stücke, Freunde. Dann würden die auch schon solche Stücke bestellen. Und was der gute Unge sagt, macht hier natürlich auch Sinn. Jetzt schreiben einige Leute, dass es, selbst wenn es nur ein Joke ist, ziemlich makaber ist. Ja, das stimmt, aber vielleicht soll es ja genauso makaber sein, da die Aktion, die dahinter steckt, eine ganz wichtige ist. Reine Spekulation. Könnte aber gut sein. Denn so makaber, wie das Ganze hier aussehen mag, sowas passiert natürlich jeden Tag auf der Welt tatsächlich. Jeden Tag werden Tiere misshandelt, jeden Tag werden auch artgeschützte und seltene Tiere gejagt, um sie zu töten und zu verkaufen. Wir können also gespannt sein, ob diese Insta-Story einen sinnvollen Zweck verfolgt oder ob es einfach nur ein dummer Scherz ist. Was denkt ihr zu diesem Thema? Lasst es mich gerne wissen unten in den Kommentaren. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Video. Peace and out.